Willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und in der letzten Folge haben wir mal ein paar Mandalorianer auf ins Jenseits geschickt, würde ich sagen. Und da ist sie noch irgendwo. Okay, sie ist hier auch nicht mehr. Aber egal, auf jeden Fall holen wir uns jetzt das Banner von ihr. Ah, sie lebt sogar noch. Ach, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Es ist eine Weile her, seit ich so einen Kampf erlebt habe. Ihr könnt stolz auf euch sein. Jetzt verstehe ich, wie ihr euch euren Ruf verdient habt. Dito. Und wenn wir schon von Verdiensten reden, ich denke, ihr habt euch ein paar Informationen verdient. Ihr habt nach den Revanitern gefragt, oder? Wir waren diejenigen, die sie mit Nova Blade zusammengebracht haben. Haben ihnen sogar bei ein oder zwei Überfällen geholfen. Als sie dann mit dem manipulativen, geheimen Kriegsunsinn angefangen haben, haben wir uns verabschiedet. Ich habe den Krieg satt. Kriegsmüde Mandalorianer? Ich dachte, das Kämpfen wäre euer Lebensinhalt. Das Kämpfen? Ja. Aber Kriege sind Geschmackssache. Ich halte sie für langweilig. Die meiste Zeit über sitzt man herum und wartet auf die nächste Schlacht. Und wenn es dann losgeht, ist es nur stupides Töten. Ich ziehe einen fairen Kampf vor. Oder zumindest einen interessanten. Und die Revaniter nicht? Nein, die sind immer schön darauf bedacht, sich einen Vorteil zu sichern. Ich weiß aber, dass sie irgendwo auf dem Planeten eine ganze Flotte von Kriegsschiffen versteckt haben. Ich habe keine Koordinaten, aber sie ist hier. Wenn ihr sie finden und vernichten wollt, nur zu. Mir hat dieser Planet um einiges besser gefallen, bevor sie aufgetaucht sind. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr euch dem Kampf anschließt. Das werde ich im Hinterkopf behalten, aber ich fürchte, ich habe hier genug zu tun. Bringen wir euch wieder zusammen, Woday. Ich habe es euch viel zu leicht gemacht. So, damit sind wir auch fertig hier. Und sind Stufe 62. Erstmal zurückkehren. Blub. Da sind wir auch schon fast wieder auf Rishi. Oder jedenfalls in dieser einen Promenade da. Mal schauen, was wir jetzt machen müssen. So. Okay. Wir müssen jetzt einmal hier zur Hauptstraße. Und dann müssen wir gleich hier wieder rechts rein. Wir können uns keine Unbesonnenheit leisten, Jakaro. Teron zu verlieren ist schlimm genug. Sollen wir dich auch noch verlieren? Aber, beruhigen Sie sich. Königin Lena von Onderon befand sich einst in einer ähnlichen Situation und ihre Lösung war ziemlich kreativ. Halt die Klappe, Droide! Was ist passiert? Wo ist Teron? Er wurde gefangen genommen. Den Nova Blade-Daten zufolge sollte sich ein Revanita-Unterschlupf in diesem Dorf befinden. Und als wir die Sache untersuchen wollten... Teron ist der Einzige, den die Revanita gesehen haben. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass hier noch mehr von uns sind. Diesen Vorteil müssen wir erhalten. Wenn wir uns beeilen, können wir die Revanita noch einholen, bevor sie wieder verschwinden. Dafür ist es längst zu spät. Bitte, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für leichtsinnigen Heldenmut. Ich denke, Sie alle machen sich zu viele Sorgen. Sie haben ihn lebendig gefangen genommen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich foltern Sie ihn nur ein wenig oder verhören ihn. Und dann erzählt er Ihnen von uns. Oh nein,
Das ist kein Problem. Theron verfügt über mich. Lol. Okay. Geil. Deine Verbindung zum Server wurde getrennt, wenn dieses Problem besteht, bla bla bla. Das ist natürlich schön. Okay, Leute, dann muss ich mich kurz hier neu einwählen. Was war denn nun los? Ist gerade die Server kurz down gewesen oder was? Ich hoffe, ich komme jetzt auf den Server. Weil Bevölkerung ist niedrig. Sollte eigentlich kein Problem sein. So, kann man hier kurz das Menü zeigen währenddessen. Seltsam. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich vertraue dem Sith irgendwie noch nicht ganz. Hier mit den Leuten reden. Wir können uns kein. So, das kennen wir ja schon. Er wurde gefangen genommen. Theron ist der ein. Wenn wir uns beeilen können. Dafür ist es längst. Ich denke wahrscheinlich voll. Das ist kein Problem. Was ist, wenn Mir ist es noch nicht. Therons Geist. Er wird unsere Geheimnisse sicher bewahren und wir werden ihn retten. Aber im Moment müssen wir uns konzentrieren und alles genau planen, so wie er es tun würde. Ich traue Theron, aber euch traue ich nicht. Vertraut darauf, dass auch ich diese Revanita beseitigen will. Also, was habt ihr von den Mandalorianern erfahren? Revan verfügt hier auf Rishi über eine geheime Flotte. Er bereitet sich auf irgendeine Schlacht vor. Eine geheime Flotte? Piraten, die Handelsrouten verändern? Das ist es. Sie beeinflussen nicht nur die Handelsrouten, sondern auch imperiale und republikanische Patrouillenwege. Revan will sie in einen Kampf verwickeln. Hier über Rishi. Wenn seine Schiffe ins Spiel kommen, könnten beide Flotten zerstört werden. Das muss sein Ziel sein. Beide Seiten zu schwächen, damit er seinen Zug machen kann. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das zu verhindern. Ich weiß, wo sie sich aufhalten. Nach der Gefangennahme von Theron habe ich ihre Übertragungen abgefangen. Die anschließende Triangulation der Position ihrer Basis war eine simple Rechenaufgabe. Ich habe sie bereits vor 87 Sekunden abgeschlossen. Sie verstecken sich auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Die einheimischen Rishi haben auf derselben Insel ein Handelsdorf. Sie bieten uns sicher angemessene Unterkunft. Dann lasst uns aufbrechen. Wir müssen hier sämtliche Spuren verwischen, die wir vielleicht hinterlassen haben. Geht schon mal vor, wir treffen uns später. Oh, wie ich das Wischen geliebt habe. Was? Okay. Wie auch immer. Wir nehmen mal wieder irgendeinen Schwachsinn mit. So, also. Gut. Jetzt müssen wir irgendwo hin. Ach, da gibt es eine Taxistation. Interessant. Ich werde mal kurz gucken, ob ich die Taxistation nutzen kann, weil ich will ja nicht die ganze Zeit laufen. Beziehungsweise in dem Fall fahren. Moment, ich muss kurz hier rüber. Oh. Na gut. Ja, das weiß er nämlich schon. Ich würde gerne hier hin. Aber eigentlich müsste ich auch hier hin. Lass uns erstmal hier die Seite machen.
Ich dachte ja eigentlich, dass die Missionen ein bisschen mehr ineinander reingreifen. Aber dass wir jetzt eine Flashbahn machen, darauf war ich irgendwie nicht so vorbereitet. Ich habe über 600.000 Credits. Jo, dann betreib's mal. Vor allem das Problem ist, ich brauche keine Credits. Ich brauche eigentlich nur diese Datenkristalle. Die habe ich ja jetzt mittlerweile auch alle. 404. Das heißt alle. Ich habe halt 404 Datenkristalle. Das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich eigentlich auch eine gute Idee, wie ich meine anderen Charaktere hochlevel, weil das wusste ich bis vorher irgendwie noch nicht so richtig. Aber jetzt macht das alles Sinn. Wir haben ja mittlerweile auch Verteidigung 46.000 Leben. Also wir sind gerade jetzt noch, wahrscheinlich sind wir die ganze Folge jetzt noch unterwegs zu der Station. In der nächsten Folge machen wir dann hier diese Relay-Station. Ich muss aber sagen, Rishi ist ein recht schicker Planeten, vor allem die neuen Planeten sind alle recht voll mit irgendwelchen Krempel vorgestellt, das ist ganz schick. Weil so fühlt sich der Planet etwas belebter an. So. Mal kurz hier rüber. Jetzt ist natürlich die Frage, wo finde ich jetzt diese Station, beziehungsweise wie komme ich jetzt am schnellsten dahin? Also wo die Station ist, weiß ich ja ungefähr, aber wie ich da am besten hinkomme, weiß ich noch nicht. Moment, was ist das hier für eine Station? Anlage, oh. Ja, zu denen wollte ich eigentlich noch gar nicht. Dahin hier, ah, da ist es ja schon. Ich sehe es schon, sogar schon auf der Karte. Was ist denn? Ah, da ist es. Okay, dann machen wir es doch jetzt gleich schon mal. Störe die Frequenz des Finsternistrupps. Sergeant Parisa ist nicht mehr als 500 Meter entfernt. Sie wird eine Fehlfunktion vermuten und das Relais suchen, um die Verbindung zum Team wiederherzustellen. Sie war die jüngste von ihnen. Ein technisches Genie. Hat ihre Eltern im Krieg verloren. Codename Blink. Und alles, was jetzt von ihr übrig ist, ist ihr Körper und ein Computerhirn, das ihn steuert. Ziel als Chaos-Truppverräter identifiziert. Für die Republik. Durchhalten. Okay, das war Nummer 1. Sind alle hier auf dieser Insel? Oder in dem Teil hier? Also ich denke mal, es werden auch so 5 Leute sein, die wir hier jagen müssen. Ich muss ein bisschen weiter hier rüber. Ah ja, da ist es sogar schon. Instinktiv richtig gefahren. Ich habe vergessen, ins Postfach zu gucken, aber ist egal. Störe die Frequenz des Finsternistrupps. Wer nähert sich uns? Lieutenant McKeith, Codename Babe. Spezialist für schwere Waffen. Ehemaliger Pazifist und Kartenspieler. Er hat den Kampf in Fort Clemark angefangen. Dachte, die anderen Soldaten hätten seine Rationen vergiftet. Revanita entdeckt! Gebt auf! Sterbt! Gebt auf! So, okay, die restlichen Truppenmitglieder machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.